Das ZSC1 TV-Update wird präsentiert vom Hotel Meiringen, das moderne, gediegene Hotel mit den persönlichen Noten im Herz der Schweiz. Der Saisonauftakt vom ZSC ist leider nicht ganz gelückt. Zwar hat die Mannschaft bereits Charakter und Biss bewiesen. Nachdem dass man gegen Zug 1-4 hinein war, ist man noch an 5-5 hergekommen. Geht in die Verlängerung, verliert dort dann aber mit 6-5. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe vom ZSC 1 TV Update in dieser neuen Saison. Sicher habt ihr schon gemerkt, wir sind mit einem neuen Layout hier. Ganz nach dem Motto, wir sind Zürich. Interviews nach jedem Spiel, das liefern wir natürlich auch in dieser Saison wieder. Den Anfang macht gerade der Reto Scheppi und der Chef Tambellini. Reto Scheppi, ein turbulentes Spiel. Für die Zuschauer ein richtiges Spektakel, für euch auf dem Eis. Ja, es war hart. Vor allem das zweite Drittel war hart, dass wir so einfache Goal gegeben haben. Aber im dritten Drittel haben wir uns eigentlich zurückgekämpft und dann ist es gelaufen. In Unterzahl haben wir sie dann halt bekommen, die Verlängerung. Du hast das Goal geschossen zum 3-4. Es hat fast ein bisschen den Umbruch eingeleitet. Wie wichtig war das Goal zu diesem Zeitpunkt? Ja, schon das erste Goal im dritten Drittel von Blaine war wichtig. Und dann gerade meins. Hat sicher gerade das Momentum von unserer Seite gerissen. Und dann haben wir das Spiel eigentlich in unserer Hand gehabt. Offensiv hat es heute sehr gut ausgesehen. Man hat viele Chancen gehabt, auch viele Goal erzielt. Defensiv halt weniger, wenn man 6 Goal kassiert. Was muss man dort noch verbessern für die nächsten Spiele? Ja, wir sind sicher härter sein in den Zweikampf. Das ist sicher der entscheidende Teil. Ja. Jeff Tambellini, you've scored. Du hast heute zweimal getroffen. Trotzdem geht der ZSC als Verlierer vom Feld. Wie zufrieden bist du mit deiner Leistung? How satisfied are you with your own performance? Well, you know, we don't like the fact that wir sind nicht zufrieden gewesen nach dem zweiten Drittel, wo wir 4-2 in der Reihe sind. Ich bin aber sehr froh, dass wir nie aufgegeben haben. Für viele Teams ist das Spiel nach so einem Rückstand schon verloren. Wir haben uns aber schon im ersten Einsatz im letzten Drittel zurückkämpfen können. Klar, wir hätten zwar lieber 2 Punkte mehr gehabt, aber der Match hat gezeigt, dass wir immer zurückkommen können und versuchen, das Spiel zu gewinnen. Was ist in der zweiten Pause in der Kabine passiert? Wir haben viel darüber geredet, dass wir in einigen Vorbereitungsspielen uns zurückkämpfen konnten. In 2 oder 3 Spielen sind wir 3-2 hinein und haben schlussendlich noch gewonnen. Wir wissen, dass wir immer einen Weg zurück ins Spiel finden können. Und nur weil wir ein paar Goal hinten drin sind, heisst das nicht, dass das Spiel schon verloren ist. Das zeigt die Moral dieser Mannschaft. Morgen ein schwieriges Spiel in Lugano. Was muss besser sein morgen? Wir dürfen sicher nicht so einen Durchhänger haben wie im zweiten Drittel. Wir haben ein paar schlechte Minuten gehabt, haben Zweikämpfe nicht angenommen und das hat uns die 4 Goal gekostet. Ich bin aber froh über das, was wir im letzten Drittel und in der Verlängerung gezeigt haben. Wenn wir das ganze Spiel durchziehen können, können wir sicher auch eine bessere Leistung zeigen.